Bürgerstiftung Ludwigshafen ist gemeinnützig und politisch, konfessionell und wirtschaftlich unabhängig. Sie wird getragen von Menschen, die in Ludwigshafen wohnen oder hier arbeiten. Jegliche Tätigkeit ist ehrenamtlich. Alle Einnahmen werden nur für den Stiftungszweck verwendet. Die Bürgerstiftung Ludwigshafen führt eine Reihe von eigenen Projekten durch, aus den Bereichen Jugend, Soziales, Umwelt und Kultur. Sie unterstützt aber auch andere Initiativen bei deren Projekten finanziell. Beispiele für Projekte sind Sprachförderung für Migranten, Lern- und Lesepaten, Musikunterricht für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen, EDV-Training für ältere Menschen, der Hackgarten als Umweltprojekt oder das Therapiepferd für Kinder mit Handicap. Im Jahr 2018 hat die Bürgerstiftung Ludwigshafen erstmals den Bürgerstiftungspreis ausgelobt. Der Preis geht an das Projekt Die Ludwigshafener Tafel, weil sie hoch engagiert, mit sehr vielen ehrenamtlichen Helfern, bestens gemanagt und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ihre Arbeit tut. Sie hilft vielen bedürftigen Menschen in Ludwigshafen bei einem menschlichen Grundbedürfnis, nämlich dem Essen. Und dafür herzlichen Glückwunsch an alle Ehrenamtlichen der Ludwigshafener Tafel. Es klingt so einfach. Was anderswo übrig bleibt, geben wir Menschen, die nicht genug haben. Hinter diesem einfachen Gedanken steht eine große Aufgabe. 50.000 Arbeitsstunden von mehr als 100 ehrenamtlichen Helfern im Jahr. Sie sorgen an 6 Tagen der Woche dafür, dass wertvolle Lebensmittel nicht weggeworfen, sondern an Menschen verteilt werden, die sich diese Lebensmittel sonst kaum leisten könnten. Das ist es, wofür die Ludwigshafener Tafel steht. Gegründet durch den Verein Förderung des Ehrenamts, VERA, im Jahr 2005, ist sie mittlerweile das größte ehrenamtliche soziale Projekt in Ludwigshafen. Dank der großen Unterstützung von über 50 Lebensmittelspendern können die Tafelfahrzeuge wöchentlich rund 20 Tonnen Waren abholen. 4 Kühlfahrzeuge werden jeden Tag in einem engen Zeitplan disponiert, um die Waren rechtzeitig bei der Ludwigshafener Tafel anzuliefern. Innerhalb eines Jahres werden 15.000 Kisten Backwaren, 46.000 Kisten Obst und Gemüse sowie 12.000 Kisten Milchprodukte durch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in ihrer Qualität kontrolliert und danach in die Regale eingeräumt. Die Helfer leisten damit einen unschätzbaren Beitrag zur Unterstützung bedürftiger Menschen in ihrer Stadt. Die Arbeit macht mir sehr großen Spaß. Und das Ehrenamtliche, das gibt eigentlich eine Befriedigung, selbst irgendwas getan zu haben für die Menschen, sage ich jetzt mal. 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, ca. 20 Ein-Euro-Jobber, sorgen dafür, dass der Fahrdienst funktioniert, die Lebensmittel sortiert werden und zur Ausgabe für die bedürftigen Menschen bereitgestellt werden. Eine wunderbare Arbeit, für die wir sehr dankbar sind. Die Ehrenamtlichen sind die tragende Säule für uns und sie sind das Herzstück der Ludwigshafener Tafel. Für dieses Engagement sind wir sehr dankbar. Vielen Dank. Montag bis Samstag öffnet die Tafel ihre Türen von 12 bis 13:30 Uhr. Jeder Inhaber eines Tafelausweises besucht die Tafel an einem festgelegten Tag, was zu einer gerechten Verteilung an die bedürftigen Menschen führt und das Leben der Tafelkunden ein Stück erleichtert. Also ich finde es schön hier, angenehm hier, die Leute sind alle sehr nett und bin froh, dass es die Tafel gibt. Ich finde es super, dass es sowas hier gibt, dass die Leute was zu essen haben, die wo knapp bei Kasse sind, und es ist ein Geschenk. Es sind die helfenden Hände der Ehrenamtler, die den täglichen Betrieb der Tafel am Leben erhalten. Gleichzeitig ist der Trägerverein VERA dankbar für die Unterstützung durch Förderer. Deren Geld wird dringend gebraucht für die Sanierung der Räumlichkeiten und den Unterhalt des Fuhrparks. Die Zahl der bedürftigen Menschen ist seit 2005, dem Gründungsjahr der Tafel in Ludwigshafen, weiter gestiegen. Und auch in Zukunft werden Menschen auf die Unterstützung der Ludwigshafener Tafel angewiesen sein. Hilfe von neuen ehrenamtlichen Mitarbeitern und die fortlaufende Unterstützung durch Spenden macht den Fortbestand der Ludwigshafener Tafel erst möglich. Denn selbst einfache Ideen werden nur dann zum Erfolg, wenn Menschen bereit sind, etwas dafür zu tun.
Der Bürgerstiftungspreis beinhaltet neben der großen Wertschätzung, Anerkennung und Auszeichnung ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Die Bürgerstiftung Ludwigshafen wünscht der Tafel weiterhin Erfolg, den ehrenamtlichen Mitarbeitern Erfüllung und Energie für viele weitere Jahre zum Wohle der bedürftigen Menschen in Ludwigshafen.